Moin Moin und hallo und herzlich willkommen zu Game 2. Heute mit fantastischen Themen. Wir fragen uns zum Beispiel, hat sich bei FIFA 21 eigentlich mal irgendwas verändert? Außerdem werfen wir einen klitzekleinen Blick in den ersten Akt von Baldur's Gate 3. Doch bevor wir das tun, werfen wir einen Blick auf Kuro. Der ist nämlich ins Cockpit von Star Wars Squadrons gestiegen und hat für euch untersucht, ob dieser Weltraumshooter mit seinen geistigen Vorgängern der X-Wing oder der Rogue-Reihe mithalten kann. Vor langer Zeit waren Weltraumshooter im Star-Wars-Universum eine große Nummer. Zum Beispiel X-Wing vs. TIE Fighter, das schon 1997 auf dem PC Multiplayer-Gefechte ermöglichte. Oder die Rogue Squadron-Reihe, die in drei Teilen auf Nintendo 64 und GameCube packende Weltraumkämpfe inszenierte. Doch irgendwann versiegte der Nachschub. Fans von Cockpit-Kämpfen mussten sich mit dem Battlefront 2-Modus Starfighter Assault begnügen. Bis jetzt. Denn Star Wars Squadrons hebt das Genre nun aus der Vergessenheit, wie einst Yoda den versumpften X-Wing auf dem Planeten Dagobah. Bemerkenswert dabei, das Raumkampfabenteuer aus dem Hause Electronic Arts kommt ohne großartigen Live-Service oder Mikrotransaktionen aus. Es gibt eine unterhaltsame Kampagne, portionierte Mehrspielerschlachten, dezente Anpassungsmöglichkeiten und fertig. Das ist Oldschool. Die Kampagne setzt nach der Zerstörung des zweiten Todessterns und der Schlacht um Endor an, also Episode 6. Das Imperium musste eine heftige Niederlage einstecken, der Krieg ist jedoch nicht vorbei. Lyndon Javes, ein ehemaliger Captain des Imperiums, hat die Seiten gewechselt und bastelt nun im Auftrag der neuen Republik an einer geheimen Superwaffe, Projekt Starhawk. Ihm untersteht die Vanguard-Staffel, eine tollkühne Truppe, und ihr seid ein Teil davon. Es gibt jedoch einen Kniff, denn ihr steigt auch als Pilot im Auftrag des Imperiums ins Cockpit. Dessen Titanstaffel hört auf die Befehle von Commander Carroll, die mit Javes noch eine offene Rechnung zu begleichen hat. Ein Perspektivwechsel, der die Kampagne frisch hält. Wir sollen gegen Rebellen kämpfen. Wie ihr will. Der Story-Modus ist aber auch deshalb so gelungen, weil ihr Teil zweier echt interessanter Truppen seid. Auf beiden Seiten tummeln sich Figuren mit spannenden Lebensläufen und Persönlichkeiten. Es lohnt sich also, zwischen den Missionen, wenn ihr im Hangar abhängt, mit den anderen zu quatschen. Und wenn wir scheitern, dann scheitern wir wenigstens gemeinsam. Und niemand wird es je erfahren, weil wir alle tot sein werden. Die Inszenierung der Kampagne kann sich sehen lassen, doch das Highlight ist das Gameplay. Genauer gesagt, das Verhalten und die Funktionen der verschiedenen Raumschiffe. Hier erwarten euch ausgefeilte Mechanismen, die durchaus einiges an Eingewöhnungszeit erfordern können. Echo 4, hier spricht Ihr Staffelführer. Da es Ihr erster Ausflug im T-65X-Flügel Sternjäger ist, checken wir noch mal ganz kurz die wichtigsten Systemelemente. Alles klar, legen Sie los. Perfekt, auf der linken Seite sehen Sie ja Ihre aktuelle Geschwindigkeit. Roger. Wenn Sie sämtliche Energie ins Triebwerk speisen, beginnt die Überladung, wodurch sich der Schub auffüllt. Okay. Aber je nach Situation empfiehlt es sich, die Laser oder auch Schilde zu überladen. Laser? Apropos Schilde, die lassen sich ja zusätzlich auch noch zuordnen. Für mehr Schutz am Heck oder am Bug. Jetzt, Sekunde. Aber wenn die Kacke am Dampfen ist, reichen auch die dicksten Schilde nicht. Da muss man sich manchmal ganz schnell aus dem Staub machen. Da kommt der Schub zum Einsatz. Setzen Sie mal den Schub an. Okay, Schub. Gegenmaßnahmen eingeleitet. Setzen Sie den Schub ein, Echo 4. Ja, entschuldigen Sie doch. Nein, Star Wars Squadrons ist keine simple Ballerangelegenheit. Denn die recht umfangreichen Bedienelemente können anfangs überfordern. Dankenswerterweise gibt es einen Übungsmodus zum Ausprobieren. Ohne dass ihr von der KI oder anderen Spielern gnadenlos angegriffen werdet, lassen sich hier die Sternjäger und ihre Besonderheiten austesten. Und wer den Dreh raus hat, manövriert sein Schiff im Turboschub elegant an Hindernissen vorbei. Denn ihr seid nur selten im schnöden, leeren Weltall unterwegs. Auf der Tagesordnung stehen unter anderem Schlachten inmitten zahlreicher Trümmerteile eines imperialen Raumschifffriedhofs. Oder Gefechte in einem Meteoritengürtel. Schnell wegtauchen, im letzten Moment einen Haken schlagen, den eigenen Sternjäger durch die kleinste Öffnung zwängen. Ja, so macht Star Wars Spaß. Es gibt aber auch eine Ausnahme. Der Himmel von Yavin Prime. Zwar machen die dichten Wolkengruppen optisch was her, da ihr aber keine Objekte in der Umgebung zu eurem Vorteil oder zum Abwimmeln von Gegnern nutzen könnt, fallen die Kämpfe hier etwas unspektakulär aus. Dennoch kommen Star Wars Fans voll auf ihre Kosten. Es ist ein tolles Gefühl, im agilen TIE-Abfangjäger Rebellenabschaum durch einen schmalen Schacht einer Raumstation zu jagen. Oder im schwer bewaffneten Y-Flügler einen Sternzerstörer auseinanderzunehmen. EA Motive Studios hat den Vorlagenflair hervorragend eingefangen.
Eine Außenansicht fehlt zwar, aber darüber trösten die detaillierten Cockpits mit den hilfreichen Fluginstrumenten hinweg. Erst recht, wenn ihr euch eine VR-Brille aufsetzt. Das Mittendrin-Gefühl ist nochmal eine ganze Ecke beeindruckender. Es ist ja nicht der erste Ausflug in die virtuelle Realität von Star Wars. Wer sich aber schon als Kind gewünscht hat, im Cockpit eines Sternjägers zu sitzen, kommt hier richtig auf seine Kosten. Wenn ihr nicht im All unterwegs seid, verbringt ihr die meiste Zeit im Hangar. Hier dürft ihr euren Piloten einkleiden, die Schiffe aus der Nähe begutachten und auch am Setup der verschiedenen Jäger feilen. Neben der Bewaffnung wählt ihr aus verschiedenen Rumpftypen, Schilden, Gegenmaßnahmen und Antrieben. Das ist gerade im Multiplayer wichtig. Hier geht es nämlich ziemlich taktisch zur Sache. Im Modus Weltraumgefecht kämpfen zwei Staffeln A5 Spieler um den Sieg. Kennt man, ist nichts Besonderes. Deutlich spannender sind die Flottenkämpfe. Hier versucht ihr das gegnerische Flaggschiff zu vernichten, bevor euer eigenes in Flammen aufgeht. Allerdings dürft ihr erst zum Angriff blasen, wenn ihr die Kontrolle auf dem Schlachtfeld besitzt. Dafür müsst ihr die Moral in den eigenen Reihen erhöhen, indem Feinde weggeballert werden. Im Gegensatz zu den Weltraumgefechten geht es hier epischer zur Sache und man hat das Gefühl, an einer richtigen Star Wars Schlacht teilzunehmen. Woohoo! Kinderspiel! Stop it! Da kehrt wohl jemand nicht mehr zu seiner Familie zurück. Dude, nicht cool. Die Euphorie ist berechtigt, eifriger Pilot. Aber es gibt auch dunkle Seiten. Das Matchmaking könnte zum Beispiel besser arbeiten. Oftmals landet ihr in einseitigen Partien, weil einzelne, überfähige Piloten zu stark das gesamte Kampfgeschehen beeinflussen können. Heftige Klatschen zu kassieren, obwohl man selbst gar nicht so schlecht abschneidet, mindern momentan das Spaßpotenzial. Ebenfalls unschön, aktuell haben PC-Piloten auch mit einigen technischen Problemen, besonders was die Bildrate betrifft, zu kämpfen. Außerdem ist Star Wars Squadrons alles andere als ein Umfangsmonster. Abgesehen von der Kampagne und den beiden Multiplayer-Modi, die auf einer Handvoll Schauplätzen ausgetragen werden, bietet die Sci-Fi-Orgie nicht viel. Ja, es gibt ein rudimentäres Rangsystem für die Flottenkämpfe, aber ob das dauerhaft bei Laune halten kann, mal schauen. Aber wenn du deine Arbeit erledigst, halte ich dir den Rücken frei. DLCs hat Creative Director Ian Fraser in einem Interview mit den Kolleginnen von Polygon weitestgehend ausgeschlossen. Es sieht also danach aus, als würde es in Zukunft keine neuen Inhalte geben. Frische Schauplätze oder Mehrspielermodi wären aber eine feine Sache. Andererseits sollte die Erwartungshaltung vielleicht etwas angepasst werden. Denn Star Wars Squadrons ist kein Vollpreistitel, sondern kostet knapp 40 Euro. Und dafür bekommen nicht nur Jedi-Fans prachtvolle Weltraum-Action in 1A Sternkrieg-Verpackung. Star Wars Squadrons fühlt sich wie die Rückkehr zu den Wurzeln der LucasArts-Titel an. Und das ist ein schönes Gefühl. Dem kann ich so nur zustimmen, Captain. Dieses Jahr ging's drunter und drüber. Nichts ist mehr so, wie es mal war. Aber auf eine Sache kann man sich verlassen. Und die heißt FIFA. Jedes Jahr im Herbst kommt ein neuer Teil, so auch dieses Jahr. Ist ja auch so einfach, ne? Kleines Kader-Update, ein, zwei Features getweakt. Fertig ist die Gelddruckmaschine. Und die läuft in erster Linie wegen Ultimate Team. Leute, die gerne Karten kaufen für echt Geld, freuen sich. Alle anderen? Eine Neverending Story, die jedes Jahr ein neues Kapitel bekommt. Und der Einzige, der vielleicht überhaupt noch ein bisschen Durchblick hat, ist der Chris. Hier ist seine Meinung. Sehr geehrte User und Userinnen, hier ist Game 2 mit den Tagesgamen. Heute im Studio Christoph Meyer. Guten Abend. Eine abgesagte Demo, hitzige Diskussion über angeblich verkorkste Spielerwerte, Frustration. Schon weit vor der Veröffentlichung von FIFA 21 sieht sich Videospielgigant Electronic Arts mit harscher Kritik am neuesten Teil der Fußballreihe konfrontiert. Seit Jahren beschweren sich Fans über mangelnden spielerischen Fortschritt, stagnierende Spielmodi und zu großen Fokus auf Pay-to-Win-Mechaniken. Ist diese Vorabkritik an FIFA 21 berechtigt? Es berichtet für Sie Ingo Mess. Es war wie immer, als Electronic Arts die ersten Trailer zu FIFA 21 veröffentlicht hat. Cool inszeniert dribbeln sich die Gesichter des Weltfußballs über den Rasen, während Begriffe wie Agile Dribbling, Creative Runs oder Positioning Awareness tiefgreifende Veränderungen am bekannten FIFA-Spielgefühl versprechen. Doch während die Trailer willkommene Neuerungen ankündigen, herrscht in den Kommentarbereichen pure Skepsis. EA enttäuscht uns nie, wenn es darum geht, uns zu enttäuschen. Es entwickelt sich, nur leider rückwärts. Oder ich werd's mir kaufen, wenn's für $3 im Sale ist, heißt es unter anderem. Zu Recht.
Um die Katze direkt aus dem Sack zu lassen, FIFA 21 ist seinem Vorgänger spielerisch verdammt ähnlich. Sogar so sehr, dass sich im ersten Match nicht wenige Spieler die Frage stellen dürften, ob sie nicht versehentlich die Vorjahresversion gestartet haben. Erst mit fortlaufender Spielzeit machen sich kleine Unterschiede bemerkbar. Dass die Defensive etwas mehr Aufmerksamkeit benötigt, um zu funktionieren, oder dass Flanken wieder etwas effektiver sind zum Beispiel. Aber hier sprechen wir über Nuancen. Wer FIFA 20 gespielt hat, weiß, wie sich die diesjährige Ausgabe anfühlt. Die Reaktionen auf den Straßen sind, wie sie zu erwarten waren. Hey, war doch klar. Und das zum Vollpreis. Ist doch reine Geldmacherei. Geldmacherei ist das. Überrascht? Nee, das war mir letztes Jahr schon klar, dass das genau dasselbe wird. Genau dasselbe? Was ist mit den Begriffen aus dem Trailer? Zumindest die Creative Runs scheinen eine sinnvolle Ergänzung darzustellen. Über den rechten Stick können Spielern Laufwege zugeteilt werden, um Angriffe besser zu planen. Das ist vor allem zu Beginn ziemlich fummelig und erfordert Übung, birgt aber unserer ersten Einschätzung nach Potenzial. Das Agile Dribbling hingegen wirkt noch zu unausgereift. Das fällt vor allem auf, wenn die Spieler den Ball scheinbar magisch zwischen ihren Füßen hin und her flippen lassen. Von den anderen alljährlichen Versprechen, deutlich intelligenteren KI-Kameraden, stark verbessertem Kollisionsverhalten und geschickteren Keepern, haben wir nur vereinzelt etwas gespürt. Nur eine rennspielähnliche Rewind-Funktion, mit der zurückgespult werden kann, um Fehler auszubügeln, fällt als weitere Neuerung wirklich deutlich auf. Dafür hat sich an der Spielmodi-Front ein bisschen was getan, zumindest im Karrieremodus. Hat man sich früher dazu entschieden, ein Match zu simulieren, stand man machtlos an der virtuellen Seitenlinie. Es war quasi der direkte Sprung zum KI-generierten Endergebnis. In FIFA 21 wird der komplette Spielverlauf dargestellt. Statistiken können gecheckt, Auswechslungen getätigt und taktische Veränderungen vorgenommen werden. Auch ist es jetzt möglich, jederzeit ins Spiel selbst und wieder rauszuspringen, um eine drohende Niederlage abzuwenden. Eine überfällige Änderung, die von Karrierekickern mit offenen Armen empfangen werden dürfte. Der Volta-Modus hingegen bietet ein paar neue Online-Funktionen, bleibt im Kern aber wie er war. Nur, dass die Story dieses Mal deutlich kürzer ausfällt. Immerhin gibt's den da, werden Switch-Spieler sich denken. Auf Nintendos Konsole ist der Modus nämlich zum zweiten Mal in Folge nicht enthalten. Bei der Switch-Fassung handelt es sich, wie im letzten Jahr auch, um ein um viele inhaltliche und spielerische Features kastriertes Kader-Update. Diese Investition sollte man sich sehr gut überlegen. Alles in allem gibt es also kleine Verbesserungen, aber auch viel Stillstand. Vielen Dank für diese erste spielerische Einschätzung. Doch, das ist natürlich noch nicht alles. Wir schauen zur Grafik. Tim, wie sieht FIFA 21 denn aus? Tja, Chris, FIFA 21, das bedeutet wie im Vorjahr auch Licht und Schatten. Werfen wir zuerst einen Blick auf einige Spielergesichter. Die könnten nämlich für ein kurzzeitiges Hoch bei dem einen oder anderen Fußballenthusiasten sorgen. Hier sehr schön zu sehen am Beispiel von Borussia Dortmunds Erling Haaland, der als Starspieler im Vergleich zum Vorjahr ein deutlich verbessertes Antlitz spendiert bekommen hat. Auf dieses kleine Hoch folgt aber auch direkt ein Stimmungstief, denn wie im Vorjahr auch wird schnell klar, für jeden Spieler gilt diese Regelung nicht. Ja, gut. Generell kann man sagen, FIFA 21 erreicht nahezu 1:1 dieselben Werte wie sein Vorgänger. Grafische Unterschiede sind kaum auszumachen. Das kostenfreie Upgrade auf PS5 bzw. Xbox Series X verspricht kürzere Ladezeiten und verbesserte Lichteffekte. Hier sehr schön zu sehen am Trailer. Was am Ende aber wirklich dabei rumkommt, kann aktuell nur vermutet werden. Fest steht nur, PC-Spielern könnte die Stimmung ordentlich verhagelt werden. Next-Gen-Grafik gibt es nämlich nur auf PS5 und Xbox Series X. PC-Spieler erhalten eine Version, die auf der aktuellen Konsolengeneration basiert. Und ein Update ist nicht in Sicht. Schade. Vielen Dank, Tim. Gemischte Gefühle bei der Grafik, kleine Fortschritte im Karrieremodus und nur wenig Neues beim Gameplay. Also zu FIFA 21 und der Serie im Allgemeinen folgt nun meine persönliche Meinung. FIFA 21 steht symptomatisch für die Probleme, die die Reihe in den letzten Jahren hatte. Kurz, es herrscht trotz kleiner Verbesserungen zu viel Stillstand in puncto Modi und Spielgefühl. Das haben wir ja bereits angesprochen. Was wir bislang nicht erwähnt haben, ist Ultimate Team. Ein kompetitiver Spielmodus, in dem es das Ziel ist, ein Team aus möglichst starken Spielern zusammenzustellen. Dazu gibt es zwei Währungen. FIFA Points, die im Shop gegen Echtgeld angeboten werden, und FIFA Coins, die man sich erspielt. Letztere nutzt man entweder auf dem Transfermarkt, auf dem Spieler und Spielerinnen Karten anbieten oder kaufen können, oder für Kartenpakete unterschiedlicher Güteklassen. Diese Packs enthalten eine zufällige Kombination von Spielern mit einer gewissen Stärke, mit denen man wiederum handeln oder sein Team auf dem Weg zur Spitze verstärken kann. Soweit das Grundprinzip. Der Clou an der Sache?
Kartenpakete kann man sich auch für FIFA Points, also gegen Echtgeld, kaufen. Und wer da ordentlich investiert, kommt wesentlich schneller zu guten Karten und Erfolgserlebnissen. Ganz schön verlockend. Über die unfairen Wettbewerbsvorteile von Pay-to-Win-Mechaniken möchte ich hier aber gar nicht sprechen. Ja, noch nicht mal darüber, wie oft berichtet wird, dass viel Geld in Karten investiert wurde, der Ertrag am Ende aber eher mau ausfiel. Ironiemodus an, wer kann sich da schon beschweren? Man kauft schließlich eine Wahrscheinlichkeit und kein Versprechen. Das weiß man ja vorher. Ironiemodus aus. Am meisten stößt mir aber die Art und Weise auf, wie der Modus den potenziellen Spielerinnen und Spielern schmackhaft gemacht wird. Knapp anderthalb Wochen vor Release ist das Internet voll von Streamern, die ihrer potenziell jungen Zielgruppe Pack-Openings präsentieren. In den Videos wird zwar darauf hingewiesen, dass es sich um eine von EA unterstützte Produktion handelt. Und das bedeutet laut Angaben des FIFA-Konzerns, dass die inhaltliche Gestaltung des Videos im Gegensatz zu Werbung nicht beeinflusst wurde. Und wenn ich hier gerade anfange, fehlende Moral zu predigen, werde ich mich ohne den Gegenbeweis auch nicht ins Reich unbestätigter Spekulationen begeben und daran zweifeln. Dass die Marketingtrommel mit genau diesem Modus aber schon so früh angetrieben wurde, hat so seinen Beigeschmack. Klassische und möglicherweise eher kritischere Review-Berichterstattung war in diesem Jahr nämlich erst eine Woche nach den Streams freigegeben. So oder so, FIFA Ultimate Team arbeitet mit Suchtmechanismen. Im nächsten Pack könnte ja die großartige Karte sein. Und der schnellste Weg zum nächsten Goldpack geht eben nicht über die Spiele, sondern den Echtgeldshop. Klar kann man sagen, man muss ja keine Kartenpakete kaufen, um den Modus spielen zu können. Man muss den Modus überhaupt nicht spielen. Er ist aber Teil des Spiels und deswegen hat EA eine moralische Verpflichtung. Vor allem jungen Spielern gegenüber. Weil Lootboxen in Deutschland trotz vergleichbarer Mechanismen nicht als klassisches Glücksspiel gelten, ist FIFA schließlich nach wie vor ab 0 Jahren freigegeben. Aber was zählt die Moral, solange der Rubel oder eben der FIFA-Point rollt? Für meinen Geschmack zu wenig. Und das sollte auch einem gewinnorientierten Unternehmen, so wirtschaftlich erfolgreich es damit auch sein mag, bewusst werden. Für mich steht fest, den Ultimate Team Modus werde ich in meiner Freizeit auch weiterhin guten Gewissens ignorieren. Ich bleibe bei gelegentlichen Runden im Karrieremodus und mit Freunden auf der Couch. Denn da macht mir FIFA trotz seiner Schwächen Spaß. Ich brauche gar kein FIFA, das jedes Jahr mit bahnbrechenden Neuerungen daherkommt. Ich möchte einfach nur ein FIFA, das über die Zeit konsequent weiterentwickelt wird und aus alten Schwächen lernt. Und wenn das nicht möglich ist, wäre ein transparent kommuniziertes Update zu einem geringeren Preis der beste Kompromiss. Das war's für heute mit den Tagesgamen. Ich wünsche Ihnen einen angenehmen Abend. Moin moin und hallo. Krogi genießt gerade seinen wohlverdienten Urlaub und damit ihr trotzdem auf dem neuesten Stand der Dinge seid, übernehme ich das heute mal. Ich bin übrigens Miro vom Community Management und das sind die News. Dass bei Ubisoft schon seit einiger Zeit der Haussegen schiefhängt, ist schon lange kein Geheimnis mehr. Allein im Juli mussten mehrere Führungskräfte den Publisher verlassen, nachdem Missbrauchsvorwürfe öffentlich wurden. CEO Yves Guillemot hat daraufhin eine weltweite, firmeninterne Umfrage zum Thema gestartet. Die Ergebnisse fielen alles andere als positiv aus. Ganze 20% von rund 14.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern fühlen sich am Arbeitsplatz unsicher oder nicht respektiert. Ein Viertel ist sogar schon selbst Opfer oder zumindest Zeuge derartigen Fehlverhaltens geworden. Weiterhin wurde ersichtlich, dass Frauen und vor allem Mitarbeiter mit nicht-binärer Geschlechtsidentität sehr viel häufiger Opfer eines solchen Verhaltens wurden. Guillemot verfasste daraufhin einen Brief an die Belegschaft, in dem er verspricht, ein sicheres Arbeitsumfeld zu schaffen. Das soll unter anderem durch die Einstellung eines Diversitäts- und Inklusionsbeauftragten sowie durch eine Neuesrichtung und Stärkung der Personalabteilung und Führungsebenen geschehen. Tja, hoffen wir, dass diese Veränderungen schnell umgesetzt werden. Anders sieht es nämlich aus bei dem Remaster des Spider-Man-Spiels aus 2018. Da gab es nämlich schon Veränderungen und diese kamen leider gar nicht gut an. Letzte Woche veröffentlichte Entwicklerstudio Insomniac einen Trailer für das Remaster zur neuen PlayStation-Generation. Darin ist ein komplett überarbeitetes Gesicht von Peter Parker zu erkennen. Der damalige Schauspieler wurde durch einen neuen ersetzt, da dieser wohl besser zu den animierten Bewegungen passe. In den Kommentaren wird sich größtenteils darüber lustig gemacht. Während manche Fans es also mit zugegeben sarkastischem Humor nehmen, wurden andere richtig wütend. Creative Director Brian Inter bekam sogar Morddrohungen mit der Forderung, das Gesicht des Superhelden wieder zu ändern. Der meldete sich daraufhin über Twitter zu Wort und erinnerte an einen respektvollen Umgang. Übrigens, wusstet ihr, dass to tick something off auf Englisch sowas bedeutet wie etwas von der Liste abhaken? Und genau das machen wir auch mit den News im Ticker! Ready, fight! Ab dem 12. Oktober könnt ihr als Steve und Alex aus Minecraft bei Super Smash Bros. Ultimate alle vermöbeln. Wie auch im Klötzchen-Original können die beiden Waffen craften und müssen das sogar, da die Ausrüstung nur eine begrenzte Zeit haltbar ist. Welche anderen Features noch dazu kommen, könnt ihr euch im dazugehörigen Trailer anschauen.
Gruselwahn. Ihr wolltet schon immer mal ein Teil der Ghost Hunters sein, dann habt ihr jetzt die Möglichkeit dazu. Phasmophobia heißt das Spiel, das gerade die Steam-Charts im Sturm erobert. Darin könnt ihr mit bis zu 4 Geisterjägern heimgesuchte Orte erkunden und mit Hilfe eurer Ausrüstung nach Spuren, Gespenstern und Dämonen suchen. Und das am besten, bevor sie euch finden. Bye bye Düsenjet. Das Problem der superlauten PlayStation 4 Lüfter hat Sony für die Nachfolgekonsole offensichtlich in den Griff bekommen. Ein neues Teardown-Video zeigt die aufwendige Kühllösung der PS5, bei der Flüssigmetall zum Einsatz kommt. Und laut den ersten Hands-on-Reviews aus Japan soll die PS5 auch nach längerer Betriebszeit kaum zu hören sein. Überraschende Ankündigung. Am 6. November erscheint ein Remaster von Need for Speed Hot Pursuit für PC, PlayStation 4 und Xbox One. Ein paar Tage später dann auch für die Switch. Besonders schön, Crossplay wird möglich sein. Gratis Nachschlag. Das schon länger angekündigte Update von Ghost of Tsushima kommt am 16. Oktober. Da könnt ihr dann im Multiplayer zu zweit neue Missionen erledigen oder auch einfach mit einem New Game Plus anfangen, um neu hinzugekommene Features zu entdecken. Zu früh gefreut, Blizzard hat die neue Erweiterung von World of Warcraft auf unbestimmte Zeit verschoben. Unzufriedene Vorbesteller können zwar ihr Geld zurückverlangen, hier traten aber schon bei dem einen oder anderen unschöne Überraschungen auf. Kein Wunder, denn die für Vorbesteller bereits nutzbaren Features wurden bei den Stornierungen natürlich auch entzogen. Dicht gemacht! Das Studio von Blizzard in Versailles wird jetzt endgültig geschlossen, nachdem letztes Jahr schon fast ein Drittel der Belegschaft den Publisher verlassen musste. Wie viele der verbliebenen Angestellten in ein anderes Studio umziehen dürfen, ist bisher noch nicht bekannt. Vor Gericht. Eine Mutter verklagt Nintendo auf 5 Millionen Dollar. Warum? Sie kaufte 2018 eine Switch für ihren 8-jährigen Sohn, der sich schon wenige Monate später über einen Joy-Con-Drift ärgerte. Als auch der zweite Satz-Controller bald dasselbe Problem aufwies, hatte Mama wohl die Faxen dicke. So, nach diesen ganzen Ärgernissen haben wir wenigstens eine Sache, auf die wir uns freuen können. Den anstehenden Monster Hunter Film. Yay! Holy shit. Oh, naja, okay, vielleicht muss ich das wieder zurücknehmen. Um euch wieder aufzumuntern, hier vielleicht ein paar süße Katzen? Puh, auf jeden Fall geht's mir jetzt wieder besser. Ich hoffe euch auch. Nächste Woche ist Krogi wieder da und dann macht er den ganzen Kram hier. Bis dahin, eure Miro. Zu guter Letzt noch eine schöne Überraschung für euch, denn es ist gar nicht so selbstverständlich, dass wir Baldur's Gate 3 jetzt schon spielen dürfen. Beziehungsweise, dass wir es überhaupt spielen können, denn der dritte Teil der Reihe wurde eigentlich für 2003 angekündigt. Doch dann war der Entwickler pleite, die Lizenz war weg und dann gab es auch kein Spiel. Letztes Jahr kam dann die Bestätigung, dass es mit Baldur's Gate weitergeht und jetzt ist das Spiel schon in der Early Access. Ach, fast so schön, um wahr zu sein, und der gute Basti hat das Ganze mal mit seinem prüfenden Blick beurteilt. Das Spielejahr 2020 ist bis jetzt, von ein paar Arschloch-Corona-Komplikationen mal abgesehen, ziemlich anständig. Nach ewigem Wo bleibt Episode 3 Gejammer haben wir ein VR Half-Life bekommen, konnten haarklein simuliert von Frankfurt nach Ibbenbüren fliegen, in einem alternativen Leben in Endlosschleife Bäume schütteln und haben eines der besten, aber auch gleichzeitig verhasstesten, aber unterm Strich eben doch fantastischsten, hat er nicht gesagt, doch hat er Spiele des Jahres gefeiert. Dass wir nach 19 Jahren Stille jetzt auch noch die Rückkehr eines der traditionsreichsten klassischen Computer-Rollenspiele aller Zeiten feiern, passt da nur ins Bild. Hallo, Baldur's Gate 3. Entwickelt wird das nicht mehr von Serienschöpfer BioWare. Wenn man sich deren jüngsten Output anschaut, ist das aber wohl auch nicht weiter tragisch. Stattdessen haben mit dem Divinity-Entwickler Larian Studios richtige Könner die W20-Würfel in der Hand. Der Startschuss für Baldur's Gate 3 fällt verfrüht per Early Access. Im Gegensatz zu so manch unfertiger Vaporware will Larian hier aber schon von Anfang an ordentlich Inhalte rauspusten. Die Pre-Release-Version beinhaltet den ersten von 3 Akten, was einer Spielzeit von 20 bis 25 Stunden entspricht. Wer sich drauf einlässt, sollte damit rechnen, dass der Baldur's-Braten aber mindestens noch ein Jahr in der Röhre braucht. Nach dem Early Access wird sich nämlich noch einiges ändern und eventuell gibt's gerade noch ein paar Bugs. Baldur's Gate 3 spielt über 100 Jahre nach den Geschehnissen seiner Vorgänger. Statt der alten Helden begrüßt ihr hier also erstmal neue Recken. In der Early Access Fassung könnt ihr euren Protagonisten nur selber erstellen. Später gibt es aber auch noch 5 vorgefertigte Charaktere, deren eigene Backstory sich auf den Handlungsverlauf auswirkt. In unserem Fall haben wir uns einen richtig tugendhaften Herold zusammengezimmert. Ich präsentiere Lasse Schmoren. Teufelsabkömmling, Hexenmeister und Menschenfreund. What do we do now? Oh yeah. Help!
Zuerst steht's um den aber gar nicht so gut. Nicht nur wurde er von Gedankenschindern auf ihr Krakenflugschiff entführt, Tentakelpeter hier drückt ihm auch noch so einen komischen Monsterwurm ins Gesicht. Nachdem portalreisende Drachen das Schiff vom Himmel gepustet haben, schafft er es aber irgendwie raus. Irgendwo im Nirgendwo gestrandet, verbündet er sich mit einigen anderen Überlebenden. I was hoping for a kind soul. Oder eben auch nicht. Wie sich aber schnell herausstellt, ist dieser Wurm in seinem Kopf gefährlich und kann unseren Teufelskerl auf lange Sicht in einen Gedankenschinder verwandeln. Die Hauptquest lautet deshalb, dass wir einen Heiler für unser Problem finden müssen. Gleichzeitig ist aber die Kraft, die von den Hirnparasiten ausgeht, auch so verlockend. Damit lassen sich beispielsweise andere Bewohner des Fantasy-Universums kinderleicht beeinflussen. I wasn't thinking. So wirft Baldur's Gate 3 gleich im großen Kontext eine moralische Frage auf, die ihr nach eigenem Gefallen beantworten dürft. Wie oft wir durch unsere Entscheidungen die Handlung beeinflussen können, ist schon jetzt beeindruckend. An jeder zweiten Ecke werden wir in moralische Zwickmühlen gebracht, in denen wir über das Schicksal von Kindern entscheiden, verklärte Sektenhansel manipulieren oder unsere Taschen mit Gold vollstopfen können. Wie sich unser Held da entscheidet, dürfte klar sein. Lasse Schmoren ist halt ein Ehrenmann. Where devils tread, chaos follows. Da das Spiel dem Dungeons & Dragons Regelwerk gehorcht, müssen viele Aktionen erst anhand unserer Charaktereigenschaften auf Erfolg oder Misserfolg ausgewürfelt werden. Der Spielverlauf bleibt so immer zu einem gewissen Grad dem Zufall überlassen. Das bringt Baldur's Gate 3 zusätzliche Rollenspielwürze ein, weil wir immer wieder auf die aktuellen Gegebenheiten reagieren und auch mit schlechten Auswirkungen leben müssen. Leider kommt es aber auch vor, dass wir dadurch in etwas frustrierenden Sackgassen landen. Hier konnte sich unser Held beispielsweise nicht von einem Gedankenschinder lösen, wurde an Ort und Stelle wegassimiliert und unsere Begleiterin im folgenden Kampf dem schnellen Tod überlassen. Weniger Sackgasse ist da die Präsentation von Baldur's Gate 3. Im Gegensatz zu staubigen Genre-Kollegen wie Pillars of Eternity 2 inszeniert sich das Spiel filmischer und wesentlich moderner. Da gibt's dramatische Close-Ups, die über die Mimik und Gestik der Charaktere getragen werden, Killcam-ähnliche Einschübe während der Kämpfe und schicke Zwischensequenzen. Gleichzeitig zeigt das Spiel aber mit hakeligen oder sogar ganz fehlenden Animationen, Bildfehlern, unfertiger Texturierung oder einer unhandlichen Kamera, dass das hier noch eine sehr wackelige Early-Access-Nummer ist. Umwerfend sind im aktuellen Zustand also vor allen Dingen die vielen Bugs. Sicherlich wird im Laufe der Entwicklung noch ordentlich nachgebessert. Trotzdem solltet ihr wissen, in welchem Zustand ihr euch zum happigen Vollpreis aktuell hier einkauft. Grafisch und inszenatorisch ist aber in jedem Fall schon das Potenzial erkennbar. Auf erzählerischer Ebene ist das Spiel, trotz Technikschluckauf, großartig. Die Geschichte hält einige Überraschungen parat und unsere Partymitglieder sind echte Charakterköpfe mit spannender Hintergrundgeschichte und eigenen Questreihen. I think ingenious is the word you're looking for. Das Ganze gewinnt noch zusätzlich durch die tollen englischen Sprecher. Deutsche Texte gibt's übrigens auch, eine Synchronisation wurde aber noch nicht angekündigt. Common gossip, the byproducts of ignorance and jealousy. Im Kontrast dazu sind wir mit einem weiteren wichtigen Part des Spiels noch nicht ganz glücklich, den Kämpfen. Larian Studios hat sich für ein rundenbasiertes System entschieden, das mehr an Divinity als an Baldur's Gate erinnert. Das ermöglicht viele taktische Spielereien. Ihr könnt Gegner von Klippen stoßen oder sie in brandgestecktem Öl schmoren lassen. Leider sind uns aber die Möglichkeiten gerade einiger Kämpferklassen nicht variabel genug. Deshalb laufen viele Fights zu ähnlich ab, was unsere Geduld während der zäh ausgespielten Runden auf die Probe stellt. Schade, denn an sich warten hier fordernde Kämpfe auf euch. Wer kopflos drauf losdrischt, ist schneller dahin, als er W20 Rettungswurf sagen kann. Wir würden uns deshalb wünschen, dass Larian noch an einer Option für einen Echtzeitmodus arbeiten würde. Dann ist's mehr wie damals, so mit wuseliger Action und optionaler Pause. Dadurch würde das Gekeil noch ein bisschen an Fahrt zulegen und sich deutlicher von Divinity abheben. Ihr merkt, vollends überzeugt sind wir, entgegen der überwiegend positiven Resonanz aus dem Netz, noch nicht. Für 60€ kauft ihr euch hier derzeit in ein noch sehr unfertiges Spiel ein, das zwar inhaltlich einiges zu bieten hat, in vielen Details aber auch deutlich strauchelt. Deshalb sei Baldur's Gate 3 derzeit nur Hardcore-CRPG-Fans empfohlen. Für alle anderen lohnt sich der Blick in diese zukünftige Schatzkiste erst, wenn's auch spielerisch richtig knallt. Das Potenzial dazu ist auf jeden Fall da. Guten Tag, liebe zusehende Person. Diese Abmoderation wurde automatisch und ganz persönlich für dich erstellt. Aufgrund deiner häufigsten Suchmaschinenanfragen wurden nun folgende Themengebiete für dich identifiziert. Natursekt. Gaping.
Porno-Uschis. Dir wird nun ein Video von Worldwide Wohnzimmer empfohlen, was genau diese Themengebiete beinhaltet. Wenn dir diese automatische Abmoderation gefallen hat, bestätige nun mit einem Klick auf den Abo-Button. Wiederschauen. Reingehauen.